Hallo und herzlich willkommen zu der letzten oder wahrscheinlich zur letzten Mission von Assassin's Creed Syndicate. Denn wir müssen jetzt Starrick davon abhalten, den Ball der Königin zu sabotieren. Natürlich kommst du mit sowas. Miss Fry? Gib ihm deine Waffen. Die dürfen wir nicht mitnehmen. Die Geschwister mögen sich gar nicht mehr, würde ich so niemals sagen. Ich könnte niemals eine andere. Nicht in einer Million Jahren, William. Sir? Madam? Ihre Karten? Ich habe meine Karte wohl verlegt. Fahren Sie durch, Sir und Madam. Guter Mann. Ich bin der zukünftige Premierminister. Oh, was um Himmels Willen hat unsere Kutsche hier zu suchen? Das? Habe ich da was gehört? Nein, nur die Stimmen in deinem Kopf. Und doch klingen sie so viel angenehmer als deine. Charmant. Nicht wahr? Jakob in sein Balsar folgen. Sieht komisch aus, wie du läufst, Evie. Mit den... mit den Händen. Ich werde den Edensplitter finden. Wie du willst. Ich muss jetzt zu Freddy. Wir sind... Die Pläne befinden sich im weißen Salon. Der bestimmt verschlossen ist. Der Hauptmann wird den Schlüssel haben. Ja. Oh, stop right there, you little thief! Jetzt bin ich tatsächlich eingeschränkt in den Bewegungen. Es ist nicht so geil. Jetzt muss ich mich wirklich am Riemen reißen, ne? Oder eher gesagt, den Rockzipfel hoch. Ne. Das schaffe ich nicht alleine. Haltet sie! Haltet sie! Oh, Scheiße! Tudum! Hätte ich früher wissen sollen. Man muss irgendwie eine Wache gefangen nehmen. Egal, sie werden mich begleiten. Halten Sie einfach den Mund, dann ist das alles im Handumdrehen vorüber. Wer sind Sie? Mein Arm! Something needs sorting over there. Mein Arm! So. Die Dame gehört zu mir. Danke vielmals. Madam? Was? Wieso jetzt? Ich hab doch... Warum? Warum? Also, ich nehme den mit.
Egal, Sie werden mich begleiten. Halten Sie einfach den Mund, dann ist das alles im Handumdrehen vorüber. Wer sind Sie? Mein Arm! Aha. Das tut weh. Das ist das Ziel des Ganzen. Sachte, die Dame gehört zu mir. Danke vielmals. Madam? Mein Arm! So. Das tut weh. Den weißen Salon mit einem Schlüssel betreten. Ich hätte den auch ohne Schlüssel betreten können. Mein Arm! Super. Mein Arm! Das tut weh! Mein Arm! Mein Arm! Mein Arm! Mein Arm! Mein Arm! Mein Arm! Schnapp den Eindringling! Versuch's doch! Wir müssen... Wieso jetzt? Mann! Hätte ich sie niederschlagen müssen, oder was? Ich habe kein Wurfmesser, was ich benutzen könnte, obwohl ich es gerade bekommen habe. Hier müssen irgendwo die Pläne sein. Die Tür kann ich jetzt auch nicht mehr zuschließen. Wie schön. Dann zum Gewölbe. Dann wühlen wir mal in der Unterhose des... der Queen in den Unter... in den Unterhosen der Queen. Jacob ist bestimmt unterwegs, um noch eine Kutsche zu stehlen. Oder um versehentlich die Queen eine Treppe herunterzustoßen. Oh, so böse ist Jacob auch wieder nicht, ja? Da kommen wir nicht hoch. Ivy, du bist ziemlich gemein. Das sind sie ja. Oh, da ist jemand, den sie unbedingt kennenlernen müssen. Kommen Sie mit. Viel Spaß. Jetzt muss ich, glaube ich, Jacob spielen. Nein, muss ich nicht. Eure Majestät. Darf ich vorstellen, Miss Ivy Fry? Sie sind also der Verantwortliche für Mr. Gladstones Missgeschick? Eure Majestät, ich entschuldige. Der Kuchen ist außerordentlich gut. Genießen Sie den Ball. Ich muss jetzt leider weiter. Miss Fry, darf ich um diesen Tanz bitten? Mr. Starrick, Sie hatten Ihren Spaß. Aber das Spiel ist vorbei. Hören Sie. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Zeit ist was Wunderbares, Miss Fry. Sie heilt alle Wunden. Nee. Wir mögen Fehler beim Tanzen machen. Doch die Mazurka endet,
und wir beginnen von vorn. Das Problem ist, dass die Menschen vergessen. Sie machen dieselben Fehler, wieder und wieder. Sie können lernen. Können sie? Dreht sich nicht jeder um sie herum im Kreis? Aber wenn sich einer an den Tanz erinnert, an die Zeit erinnert, er könnte alles wenden. Zum Besseren. Jetzt habe ich genug. Dieser Tanz ist fast vorbei. Schon bald vergessen die Menschen die Generation auf dieser Terrasse. Und wie sie London fast in den Ruin geführt hätten. Wenn die Musik verstummt, Miss Fry, ist ihre Zeit vorbei. Und meine Zeit beginnt von neuem. Heberlein erreichen. Hoch mit uns. Ich glaube, das kann nicht, das geht nicht gut aus. Was machst du hier Freddy, oben? Starrick hat seine eigenen Männer eingeschleust und hält einige Gardisten als Geiseln. Ihre Waffen sind da drin. Gut, gut. Dort. Gut. Ich töte die falschen Wachen und rette die Gefangenen. Wie? Man kann sie unmöglich auseinanderhalten. Oh, sie Ungläubiger. Müssen sie töten, Wir haben Besuch! Dann suchen wir mal die echten Gardisten. Vor. Oh, sie tanzt. Und zwar mit Starrick, dem Hund. Wie unangenehm das sein muss. Bevor die Musik zu Ende geht. Ja, ich glaube, wir haben es geschafft. Haltet einen Moment still. Ich danke Ihnen. Einmal. Ich habe noch 7 Stück. Reicht das für den Rest? Nein, denn es sind ja 16. Versuch nicht von mir davon zu laufen. Das wird. Mach ich auch nicht. Rox, schwirrt ab. Ich hätte nur gerne ein paar Wurfmesser mehr. Denn ich habe nur 4. Und ich muss noch 8 Leute töten.
die kann ich jetzt nicht zur Mithilfe bewegen. Was macht denn der Ist doch cool. Ein Schornsteinfeger. Naja. So, komm schon. Scheiße. Spaltet ihm den Schädel. Ich werde dich gerne aufsetzen. Er ist so gut wie tot. Ich nehme dich aus wie ein Fisch. Ich hole euch raus. Das waren alle Gardisten. Vielen Dank, Sir. Danke sehr. Ich sag es nicht nochmal. Also er hat doppelt so viele eingeschleust, wie es eigentlich sind. Fällt das nicht irgendwie auf? So ganz zufällig. Was ist das denn? Macht euch aus dem Staub. Dach erreichen und Ivy ein Zeichen geben. Natürlich. Aber Ivy hat ja keine Waffen dabei. Ist jetzt die Frage. Wie machen wir das jetzt? Oder wie kommt Ivy da raus? Ist jetzt eher die Frage. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Das Wichtige beim Walzer ist, man muss mit dem rechten Fuß führen. Oh je. Ist alles in Ordnung, meine Liebe? Brauchen Sie vielleicht Hilfe? Ich bin kein Freund von Bällen. Hier, die Karte des Gewölbes. Geh! Einfach so? Ohne Plan? Keine Zeit für Pläne. Ich komme nach, sobald ich diese unzumutbare Staffage los bin. Gut, gut. Beeilen wir uns ein bisschen. Komm schon. Hatte der das Gewölbe aufgesprengt? Ey. Nach einem dieser Vor... Ne, das sieht nicht nach einem der Vorläufertempel aus. Ja, stopp.
Was tust du denn? Ich ausbeute. Ich warnte dich, Bursche. Aber du willst ja nicht hören. Okay. Requiescat in pace. Oh, shit. Das... Ah, das hat sie zu ihrem Kleid gesagt, Ruhe in Frieden. Ach, wie schön, das ist eine Anspielung aus dem... Jacob! Das sieht nicht ganz gut aus. London ist euer Durchhalt. Das Tor ist nicht für sie bestimmt. Ihr werdet nur... Hey! Mr. Sorek! Sie vergaßen, mich heimzugeleiten! Dann lassen Sie mich das wieder richtig stellen. Na? Komm, 2 gegen 1. Das muss doch noch eine Reihe, um mich zu lehren. Möglich. Ich beginne von vorn. Dieses noch. Ich bin von vorn näher. Ja, komm, ich muss jetzt wieder mit dir kämpfen. Wie kann die immer... Wie kann er einen so weit wegschießen? Aua. London verdient einen Heil. Plan. Wieso starten wir immer am Ende? Egal. What? Ey! Okay. Henry! Scheiß drauf. Lass nicht zu, dass Gefühle deine Mission beeinflussen. Das Tuch wird sie nicht schützen. Jacob! Evie, jetzt!
los. Zusammen! Geht doch. London wird untergehen ohne mich. Das glaube ich nicht. Das bildest du dir nur ein. Ich hätte ein wahres Paradies erschaffen. Diese Stadt gehört allen Menschen. Sie sind nur ein Mann. Ich stehe an der Spitze der Ordnung. Nicht mehr, Crawford Stark. Nicht mehr. Was haben die immer so mit ihren Tüchern? Ich verstehe das nicht so ganz. Naja. Was ist mit Henry? Schade, dass wir keine Partner mehr sind. Es ist besser so, oder nicht? Wirst du das Tuch tragen und London regieren? Was es gibt, nimmt es einem anderen. Du würdest alleine altern ohne mich. Du würdest werden wie Vater. Das wäre schlimmer als der Tod. Wirst du es tragen? Nachdem du aufgeräumt hast? Mein ganzes Chaos? Da halte ich nicht mit. Jacob Fry hält sich zurück? Wer erpresst dich? Etwa George? Das wagt er nicht. Du fehlst mir. Du mir auch. Können wir nicht da weitermachen, wo wir aufgehört haben? Nein. Nichts will mir lieber. Ich glaube langsam, dass Vater doch nicht alles über alles wusste. Henry. Wir leben in einer großen Welt. Und London ist der Mittelpunkt. Vielleicht nicht ganz der Mittelpunkt. Ich kam so schnell ich konnte. Keine Sorge, ich gehe zurück zum Zug. Hab ich die Mission gefährdet? Du hast sie gerettet. Ich glaube, du gehörst in den Außendienst. Mit mir. Eine Kutsche. Gut gemacht, Freddy. Mr. Eberlein, bitte. Eure Majestät? Miss Fry. Ihr kennt euch schon? Hatte ich das nie erwähnt? Mr. Eberlein informierte uns, dass wir Ihnen dreien unser Leben zu verdanken haben. Ist das wahr? Ist es, Eure Majestät. Evie Fry, treten Sie vor. Und Sie? Mein Bruder, Ma'am. Jacob Fry. Und das ist Henry Green. Mr. Fry? Mr. Green. Auf die Knie. Aufstehen. Wir erheben Sie alle in den Order of the Sacred Garter. Danke, Eure Majestät. Wenn Sie so talentiert sind, wie Mr. Eberlein behauptet, kommen wir auf Sie zurück. Sergeant Eberlein neigt zu Übertreibungen, Eure Majestät. Wir sehen uns wieder. Und Miss Fry? Ma'am? Falls Sie möchten, es ist noch Kuchen da. Es ist noch Suppe da. Vater wäre stolz auf dich.
Dame Evie Fry. Sir Jacob Fry. Ein Rennen zum Zug? Los! So. Cool. Fortfahren natürlich. Sequenz abgeschlossen. Aha, es ist unter dem Palast. Dann mal los. Oh, da kommt noch was. Drohne Lucy. Bringen Sie das Tuch umgehend zu Dr. Grammatica. Das Sigma-Team war vor uns hier. Wir sind zu spät. Was sollen wir tun? Töten ist wirklich die unproduktivste Art, unsere Ziele zu erreichen. Töte sie. Kontakt! Deck mich! Dieser dürre Scheißkerl wollte mich umbringen, Berg. Ich will, dass er blutet. Halt still, Gottverdammt! Nur die Mission zählt! Verstanden! Schon! Was? Nein, nicht Rebecca! Oh. Galena, wir müssen raus hier! Gewölbe sichern! Alle Ziele legitim! Wir müssen los! Sofort! Verstanden. Das kann doch jetzt nicht. Das Eden-Tuch. Vergiss das beschissene Tuch. Bleib bei mir, Bex. Bitte. Wir gehen. Oh, nee. Gute Arbeit, Novize. Schon bald werden wir das Tuch bergen können. Ach ja, wir haben Bilder von der Wanze in Isabels Computer, bevor sie gefunden wurde. Ich spiel sie ab. Entschuldigen Sie bitte. Wie kann Ihnen das Tuch helfen, einen neuen Klon zu erschaffen? Gar nicht. Wird das Tuch um einen Körper gewickelt, sucht es nach Schäden und rekonstruiert sie auf zellularer Ebene. Dann erschaffen Sie keinen Klon, sondern einen von Grund auf neuen Vorläufer. Bingo! Der Zeitplan des Phoenix-Projekts wurde soeben gestraft. Ich rufe Alan Rickon an und erstatte ihm Bericht. Das ist wie Weihnachten! Das ist jetzt wirklich scheiße. Hallo? Ich bin's. Ich habe das Tuch, wie du verlangt hast, aber ich habe Angst. Hab keine Angst vor mir. Alles ist gut. Ich habe keine Angst. Ich sorge mich um dich. Wenn jemand rausfindet, was du vorhast. Du hast deinen Teil getan, mein Instrument. Ich werde dich retten. Ich werde euch alle retten. Das... ist...
Komisch. Warte mal. Heißt das, ich bin noch nicht fertig? Das bedeutet, ich muss noch die Sachen erobern, Queen Victoria machen. Okay. Ich werde auf jeden Fall hier mal aufhören. Und dann mal die anderen Erinnerungen gucken. Aber ich dachte, das wäre jetzt zu Ende. Zumindest fühlt es sich auf jeden Fall so an. Ich wüsste jetzt nicht, was ich sonst noch machen sollte. Also, hier die London-Sachen, die Victoria-Mission. Gut, dann würde ich hier sagen, entweder bis zum nächsten Mal oder bis zu einem nächsten Let's Play Projekt. Haut rein.